In diesem Video machen wir weiter mit den sogenannten Streuungsmaßen. Die spielen eine Rolle für das arithmetische Mittel. Warum? Das schauen wir uns anhand folgenden Beispiels an und dann sollte euch gleich klar sein, warum das arithmetische Mittel ohne einen sogenannten Streuungsmaß als Zusatzinformation nicht so aussagekräftig ist über meinen Datensatz, den ich habe. Ich habe dazu hier zwei Datenlisten. Die Datenliste A hat die Werte 9, 10, 11, 15, 15. Und die Datenliste B hat die Werte 1, 4, 5, 20, 30. Wenn ich die Datenliste A mit der Datenliste B vergleiche und mir die Werte anschaue, dann sehe ich, dass bei der Liste A die Werte eigentlich sehr, relativ nah beieinander liegen, während sie bei Datenliste B quasi ein bisschen so in eine linke und eine rechte Hälfte auseinanderklaffen, wobei der 20er und der 30er auch recht weit voneinander entfernt sind. Würde ich mir jetzt da, oder nicht nur würde ich, sondern ich tue es jetzt auch, wenn wir uns jetzt das arithmetische Mittel ausrechnen von der Datenliste A, ich nenne das jetzt mal x quer a, dann ist das 60 Fünftel, ergibt 12 warum 60, weil 9 plus 10 plus 11 plus 15 plus 15 60 ist, Fünftel, weil es 5 Werte sind und da kommt 12 raus. Mache ich das gleiche bei der Datenliste B, also x quer b habe ich es genannt, komme ich ebenfalls auf 60 Fünftel, ergibt auch 12. Das heißt, würde ich mir nur das arithmetische Mittel anschauen, dann würde es irgendwie so ausschauen, als ob Datenliste A und B irgendwie ähnlich oder gleich gestrickt sind. Und das ist eigentlich, wenn ich mir die Werte anschaue, überhaupt nicht der Fall, weil man würde bei Datenliste B sagen, dass die Werte viel stärker streuen. Und mit streuen meint man, dass sie weiter auseinander liegen, gemessen an ihrem Mittelwert, als bei Datenliste A, wo sie quasi alle rund um den 12er liegen, die Werte. Und dafür muss man jetzt eine Maßzahl finden. Und diese Maßzahl ist die sogenannte empirische Varianz bzw. die empirische Standardabweichung. Bevor wir dazu kommen, überlegen wir uns mal, wie könnte man jetzt da diese Abweichung vom Mittelwert ausrechnen? Weil wie gesagt, die Datenliste A hier weicht, wenn ich mir das anschaue, sicher weit weniger vom 12er ab als die Datenliste B vom 12er, also die Einzelwerte vom 12er abweichen. Wie könnte ich mir bei Datenliste A jetzt ausrechnen, wie stark die Werte abweichen vom 12er? Probieren wir das mal aus. Indem wir einfach sagen, mit einer Abweichung ist ja einfach nur die Differenz, kann man sagen. Also wie viel groß ist die Differenz insgesamt vom 12er? Das könnte ich jetzt ja zum Beispiel so ausrechnen, indem ich immer quasi die Differenz vom Mittelwert zum Wert aus der Liste bilde. Das heißt, für den ersten Wert habe ich 12 minus 9 als Differenz, beim zweiten Wert habe ich 12 minus 10 als Differenz. 12 ist immer der Mittelwert, die Abweichung also vom Mittelwert. 12 minus 11, hier habe ich 12 minus 15 und hier habe ich auch 12 minus 15. Wenn ich mir diese Abweichung jetzt anschaue, habe ich hier die Abweichung 3, hier 2, hier 1, hier die Abweichung minus 3, weil der Mittelwert um 3 kleiner ist wie der Wert an sich. Und hier habe ich ebenfalls minus 3, weil es auch wieder 15 ist. Und würde ich das jetzt dazu summieren, um zu einer gesamten Abweichung zu kommen, dann sieht man es vielleicht schon auf den ersten Blick. 3 plus 2 ist 5, plus 1 ist 6, minus 3 ist 3, minus 3 ist 0. Das heißt, hier würde mir im Endeffekt rauskommen, ich habe eine Abweichung von 0. Und das ist natürlich ein Blödsinn. Warum passiert das? Weil wenn ich einfach nur diese Differenzen bilde, dann ist es so, dass sich quasi positive und negative Differenzen gegenseitig, es muss also quasi aufheben. Es muss jetzt nicht immer genau auf 0 ausgehen, aber jedenfalls ist es so, dass jede Minuszahl die Pluszahl etwas kleiner macht. Und das heißt, dass mir eigentlich die Abweichung, die dann rauskommt, kleiner ist vom Maß her, als es eigentlich wäre. Das heißt, die Art und Weise funktioniert nicht. Jetzt könnte man sagen, okay, ich möchte eigentlich nicht haben, dass das negativ ist, damit sich nichts abzieht. Das heißt, ich könnte hier ja eigentlich immer die Beträge machen. Das heißt, würde ich quasi hier hinten, würde ich immer machen, am Betragsstrich, also so. Dann hätte ich ja auch hier quasi die Beträge von minus 3, dann wären das plus 3 plus 3. Und dann könnte ich es zusammen addieren und dann würde ich auf 12 kommen und es würde sich nichts abziehen. Ja, wäre eine Möglichkeit, das zu machen. Das Problem ist das, dass der Betrag eine nicht differenzierbar, also quasi der Betrag als Funktion nicht differenzierbar ist. Damit kannst du jetzt nichts anfangen, ne? Das machen wir in der 7. oder 8. Klasse dann genauer. Und Differenzierbarkeit ist eine recht mächtige Eigenschaft, die wir uns eigentlich erhalten, also gerne erhalten würden. Und deswegen ist der Betrag, machen wir den Betrag nicht. Ja, das ist nicht möglich, ist der falsche Ausdruck, aber den machen wir nicht. Stattdessen machen wir was anderes, wo sich ebenfalls die negativen Werte zu positive Werte verwandeln. Und zwar quadrieren wir alle Werte. Das heißt, wenn ich alles quadriere,
dann erhalte ich auch quasi den Abstand insgesamt verhältnismäßig aufrecht, kann man sagen. Und alles, was negativ wird, wird positiv. Das heißt, das würde dann so ausschauen, ich errechne mir die quadrierte Abweichung vom arithmetischen Mittel, also ich haue hier über ein Quadrat drüber, wodurch ich auch hier unten jeweils bei den Differenzen ein Quadrat habe. Und wenn ich das jetzt ausquadriere, habe ich 9 plus 4 plus 1 und auch die zwei negativen Dreier werden quadriert zu einem plus 9er. Und das addiert ergibt mir den 32er. Und das ist jetzt einmal nur die quadrierte Abweichung summiert. Und wenn ich jetzt wissen möchte, wie groß die Abweichung durchschnittlich ist, weil das interessiert mich eigentlich, also die durchschnittliche quadrierte Abweichung, dann muss ich das insgesamt noch durch 5 dividieren, weil ich habe ja 5 Werte, von denen ich die Abweichung zum Mittelwert bestimme. Also haben wir dann 32 von der Summe her, Fünftel, komme ich auf 6,4. Und das ist das, was man als sogenannte empirische Varianz bezeichnet. Die empirische Varianz ist jetzt ein Maß dafür, wie diese Abweichung ausschaut vom Mittelwert. Das Problem ist, dass die dann praktisch oft nicht so toll ist. Warum? Stellt euch vor, wir würden messen die Körpergröße von 5 Personen und würden dann im Mittelwert rauskriegen 175 cm. Und dann würde ich mir die Abweichungen ausrechnen von diesen 175 cm von den tatsächlichen Werten dieser 5 Personen und würde das aber alles quadrieren, so wie ich es hier bei der empirischen Varianz mache. Dann wäre ja die Einheit dieser empirischen Varianz, weil ich diese ganzen Körpergrößen ja dann quadriert habe bei der Abweichungsbestimmung, so wie ich hier quadriert habe, dann wären das ja nicht mehr Zentimeter, weil wenn ich die Zahl quadriere, dann muss ich auch die zugehörige Einheit quadrieren. Das heißt, ich hätte dann eine empirische Varianz in Quadratzentimeter. Und was sagt mir das bitte aus, wenn ich quasi sage, okay, ich habe 5 Personen abgemessen, das arithmetische Mittel der Körpergröße dieser 5 Personen ist 175 Zentimeter mit einer empirischen Varianz von 17 Quadratzentimeter. Ja, das ergibt keinen Sinn, beziehungsweise es ist praktisch nicht quasi aussagekräftig für uns. Und deswegen macht man dann Folgendes, um das Quadrat wegzukriegen, macht man dann zum Schluss die Wurzel aus dieser Varianz und erhaltet dann die sogenannte empirische Standardabweichung. Also das wäre in dem Fall jetzt bei uns, die Wurzel aus 6,4 ist ungefähr 2,53. Und diese empirische Standardabweichung wäre dann wieder in der Einheit, in der ich quasi die Werte gemessen habe. Weil wenn ich da jetzt, wenn ich bei der Körpergröße bleibe, wenn ich da jetzt gehabt hätte als empirische Varianz 16 Quadratzentimeter, dann würde ich die Wurzel daraus ziehen und dann hätte ich als Standardabweichung 4 Zentimeter. Das heißt, ich könnte sagen, die 5 Personen sind durchschnittlich 175 Zentimeter groß mit einer empirischen Standardabweichung von 4 Zentimeter. Würde ich sagen, nur damit man das noch ein bisschen versteht, worum es da jetzt eigentlich geht, würde ich sagen, ich habe in der 6b habe ich 5 Schüler abgemessen mit einer Durchschnittsgröße von 175 cm und einer empirischen Standardabweichung von 4 cm. Und im Vergleich dazu habe ich in der 6c-Klasse auch 5 Personen abgemessen mit einem arithmetischen Mittel von 175 cm. Das heißt, die 6c, diese 5 Leute waren durchschnittlich auch gleich groß wie in der 6b. Allerdings mit einer empirischen Standardabweichung von, sagen wir, 20 cm. Da würde das natürlich bedeuten, dass entweder ein paar dabei waren, die wirklich riesig waren, oder ein paar dabei waren, die wesentlich kleiner waren als 175 Zentimeter, beziehungsweise muss es eigentlich von beiden Seiten, also es muss wesentlich kleinere und wesentlich größere gegeben haben, damit ich da mich in der Mitte irgendwie bei 175 Zentimeter finde. Das heißt, ich weiß automatisch, wie die 5 Personen von der Verteilung, von der Streuung her waren. Ja, und das 6b waren die 5 Leute insgesamt eher näher bei den 175 Zentimeter dran, während es bei der 6c wesentlich weiter gestreut waren. Ja, deshalb kann es gut sein, dass einer nur 120 cm groß war und dafür anderer 2,30 m oder so. Weil ansonsten würde das kann aber bei der 6b eben nicht sein, weil dann wäre die empirische Varianz viel größer, wenn es jemanden gäbe, der 6b von diesen 5 Personen, der 2,20 m groß gewesen wäre. Während der Durchschnitt nur 1,75 Meter war. Gut. Machen wir jetzt da noch die empirische Varianz von der Datenliste B. Ich habe jetzt da zwei Formeln hier stehen. Und zwar, ich da jetzt einmal einen Strich. So. Das oben ist jetzt die Formel, die wir schon kennen für die Varianz, für die empirische Varianz. Ich rechne mir die Abstände aus vom Mittelwert, der ist ja 12, das haben wir vorher schon bestimmt, quadriere das und mache Fünftel. Und dann habe ich hier die. Ich habe das alles irgendwie komplett falsch animiert, was ist da überhaupt los? Ah, nein, das passt schon, ne? Ups, der Strich hier ist falsch.
Gut, also, die Formel hier kennen wir schon. Jetzt gebe ich das wieder zurück. Die Formel hier kennen wir schon. Das sind die Formel, die wir vorher besprochen haben. Ich habe jetzt da dann hier die Abstände ausgerechnet und quadriert. Ich hätte hier natürlich einen negativen Abstand. 12 minus 20 ist ja minus 8. Aber weil es beim Quadrieren sowieso positiv wird, habe ich hier einfach gleich plus 8 geschrieben. Das gleiche gilt hier. 12 minus 30 wäre ja minus 18. Beim Quadrieren wird es sowieso positiv. Also habe ich es gleich mit plus angeschrieben. Fünftel das Ganze, weil ich 5 Werte habe. Und damit komme ich auf eine empirische Varianz von 124,4. Die Formel ist ein bisschen mühsam, vor allem je größer die Werte werden. Und deswegen gibt es eine kürzere Variante, die angenehmer zum Anschreiben ist. Und die funktioniert über den sogenannten Verschiebungssatz. Und die schaut umgesetzt so aus. Man quadriert einfach die Einzelwerte, die man gemessen hat in der Liste. Also hier 1 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat plus 5 zum Quadrat plus 20 zum Quadrat plus 30 zum Quadrat. Fünftel. Das heißt, es ist im Prinzip so wie die Formel hier. Ich bilde nur nicht die Differenz, sondern ich rechne einfach quasi den Mittelwert aus von den quadrierten Mittelwert aus, kann man mehr oder weniger sagen. Es ist nicht ganz korrekt, quadriert zu sagen, weil ich den Fünfer ja nicht mit quadriere. Aber ich rechne hier die Werte quadriert aus, Fünftel, so wie immer, und ziehe dann den quadrierten Mittelwert ab. Und wenn ich das ausrechne und das rechne eintippe, komme ich ebenfalls auf 124,4. Das heißt, das ist eine zweite Variante, wie man sich den Mittelwert ausrechnen kann. Ob man die Formel oder die Formel nimmt, ist Geschmackssache. Mir persönlich gefällt die besser, weil weniger zum Schreiben ist, weil ich mir immer diese Differenz hier spare und einfach dann quasi von dem quadrierten Mittelwert hier, unter Anführungszeichen quadrierten Mittelwert, den Mittelwert von der Datenliste quadriert abziehe. Geht für mich gesehen schneller. Und wenn ich jetzt da die Standardabweichung bilde, komme ich auf 11,15. Und wenn ich jetzt mir nochmal die Standardabweichung von der Datenliste A anschaue, die nur 2,53 war, während die 11,15 ist, sehe ich schon, was da für ein großer Unterschied ist zwischen den beiden Standardabweichungen. Das heißt, sie haben zwar den gleichen Mittelwert, der ist 12, nur die Standardabweichung, die empirische Standardabweichung, ist bei der zweiten Liste wesentlich größer als bei der ersten Liste A. Gut, definieren wir das Ganze nochmal ganz schnell. Also wenn ich jetzt eine Liste von n Werte habe, x1 bis xn, mit dem arithmetischen Mittel x quer, dann rechne ich die empirische Varianz eben so aus, wie wir es gerade vorher gemacht haben. Also s Quadrat ist gleich und immer den Mittelwert minus den Wert und das quadrieren und das Ganze durch n dividiert. Und wenn ich dann daraus die Wurzel ziehe aus dieser empirischen Varianz, erhalte ich s und das ist die empirische Standardabweichung. Gut, im nächsten Teil von diesen Streuungsmaßen schauen wir uns noch an, wie der Mittelwert und die empirische Standardabweichung bzw. die Varianz auf Wertänderungen oder wenn ich neue Werte hinzufüge in Datenlisten, wie die reagieren. Ob die größer werden, ob die kleiner werden, ob sie gleich bleiben. Das ist ein kurzes Video, das ich jetzt gleich anhängen werde.